Moin Leute und willkommen zu Resident Evil Village. Im letzten Part sind wir in Heisenbergs Fabrik eingedrungen, haben herausgefunden, dass er Monster-Zombies produziert. Stärker Hat noch als einiges jemals vor noch. zuvor, wie wir sehen. Und jetzt dringen wir weiter ein. Ich habe off-cam noch ein bisschen Munition geholt, glaube ich. Wir haben auf jeden Fall hier genug Schuss. Das heißt genug Schuss. Es geht, aber ne? Damit kann man starten. Und damit machen wir jetzt auch weiter. Ja, denn wir wollen Heisenbergs mal so richtig den Arsch versohlen. Ihr habt richtig gehört. Hat er verdient. Zerstören. Guck mal, noch mehr Pistolenmuni. Ist doch geil. Miranda sind wir nicht mehr als Kinder. Nicht, dass sie sich um uns sorgt, nein. In ihr ist kein Fünkchen Menschlichkeit. Ich muss sie vernichten. In diesem Gang und deine Familie sind mir muss sowas ich von alles egal. finden. Hier sind Monster und mir geht es nur noch um alles zu finden. Bro, du hast mich nicht gesehen. Ich hab dich nicht gesehen. Komm, hiermit. Bleib liegen. Erst tot, Chemikalie sogar bekommen. Zombies, die den Berg abbauen, alles klar. Noch einer von ihnen. Dann gucken wir mal, was hier abgeht. Oh, das hat weh. Habe ich ihm das Bein weggeschossen? Dankeschön fürs Vorbeilassen. Und danke für deine rostigen Reste, Bro. Was haben wir denn hier Schönes? Rohrbomben, Rohrbomben, mehr als genug und einmal Kraut. Und Schießpulver. Damit können wir doch sicher noch was herstellen, oder? Können wir. Dann lieber hiervon noch was. Und Blendgranaten. Ich hätte vielleicht auch Heilung herstellen sollen. Das wäre vielleicht mal klug gewesen. Vorher nachdenken. Und dann handeln. Oder wie Nintendo sagen würde. Erst denken, dann agieren. Ja, es ist zu spät. Schon sind wir im Hauptraum. Und das hier sieht aus wie ein riesiger Monsterbohrer. Und hier sind mehr als genug Zombies. Ja, oh ja, hauen lieber ab, ja, hauen lieber ab, ja, hauen lieber ab. Die kommen alle. Tot. Und tot. Deine Chemikalie und dein Kraut. Können wir uns jetzt noch eine Heilung machen? Ja. Aber nur eine.
Immerhin. Was gibt es hier? Bereich ist noch rot. Großer Kristall? Der bringt uns nur Geld. Sonst noch was? Hier drin. Nen Dietrich. Davon haben wir ja mittlerweile auch mehr als genug, ne? Immer noch nicht alles gefunden. Kristallfragment. Die tüchtigen Sucher werden ja belohnt, ne? Ich sehe ja aber jetzt nichts mehr, also. Da muss man echt jeden Stein umdrehen, um in Resi alles zu finden. Das werde ich auch noch mal tun. Ich gehe noch mal alles ab. Ja, das tue ich. Auch wenn es langweilig klingt. Und sieh einer an. Scharfschützenmuni. Jetzt haben wir alles. Hat sich doch gelohnt. Können wir ja nochmal nachladen, das ist besser. Was haben wir hier? Da müssen wir runter. Und können bestimmt die Wand hier auch aufspringen, ne? Mit den Rohrbomben. Deswegen haben wir die nämlich bekommen. Yes. Um den Gelbquarz zu finden. Den großen Kristall. Den Vivianit. Und auch einen großen Kristall. Alles klar. Jetzt haben wir drei große Kristalle, einen Vivianit, einen Gelbquarz. Ah, lässt sich alles zu Geld machen. Können wir noch nichts mit nichts kombinieren? Das hier auch nicht, ne? Schade. Und dann hätten wir hier auch alles. Okay, speichert. Hier geht's also weiter. Zerkleinerungsschacht. Was wird denn hier zerkleinert? Ich hoffe nicht wir. Ist das scheiße, was runterfällt? Oder was? Ah, da oben wird alles zerkleinert, was runterfällt. Autsch. Ich will da nicht runterfallen. Bestimmt kommt hier jetzt gleich ein Monster. Irgendeiner, der uns verfolgt. Nochmal Schießpulver gefunden. Es ist gut, immer wieder auf die Map zu gucken, denn man will ja wissen, ob man alles gefunden hat. Scharfschützenmuni. Wir finden das alles nicht umsonst. Mega ist der kleinere. Aha. Nö, nö, nö. Wir gucken uns erstmal weiter um. Ja, und ich wusste das. Noch mehr? Ja, komm. Verpisst euch. Du kriegst meine Schrot reingeballert, mein Freund. Ja, was? Übertreibt nicht. Mit Laser sogar. Bro. Ja.
Autsch! Boah, Mann! Schnell weg hier! Schnell direkt auf! Scheiße! Ich will nicht, Mann! Jetzt verpissen die sich schon. Okay, wir müssen nachladen. Alter, Mann, halt die... Digga! Das gibt's jetzt hier nicht, ne? Okay, Digga, wir wurden einfach brutal vernichtet. Ich konnte ehrlich gar nichts machen. Ich bin in die Falle gelaufen. Konnte dann nicht mehr raus. Ich konnte machen, was ich wollte. Dieser Tod war vielleicht sogar meine eigene Dummheit. Wir müssen also hiermit schießen. Also langsam, ne? Übertreiben die Entwickler ein bisschen. Das muss ich echt schon mal sagen. So. Blitzmuni. Und Scharfschützenmuni. Los geht's. Noch mehr? Oh, Digga, kommen die da mit ihrem Laser? Was verträgt der eigentlich? Komm, zeig dich, mach deine Brust frei. Und lass mich vorbei. Arschloch. Ja, weg, 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 Digga. Lass mich gehen. Was hältst du noch aus? Das sind harte Patronen. Der ist tot. Wir kriegen sein großes Kristallherz. Jetzt der nächste, komm. Jetzt haben wir das getroffen. Ja, Digga, komm, mach deinen Angriff, mach deinen Angriff. Er macht seinen Laserangriff. Und dann ballert er wieder schön rein. Verteidigung. Und wegrennen. Nachladen. Wo bist du hingesprungen?
Au. Das hat weh. Boah, man hat gar nicht so viel Zeit zu zielen, ne? Jetzt ist er auch tot. Was? Er ist nicht tot? Warum? Jetzt verteidigt er seine Brust. Komm, das muss doch langsam mal reichen jetzt hier. Jetzt ist er tot. Einer von denen reicht wohl nicht, wa? Jetzt müssen zwei kommen. So, nun gucken wir uns nochmal um hier. Hier war noch eine Kiste. Pistolenmunition. Rostige Reste. Ja, so viel dazu, ne? Die haben ja auch bestimmt noch nicht alles gefunden. Deshalb würde ich sagen, nochmal schön umgucken. Auch wenn wir hier schon waren. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Das reicht nicht. Es gibt noch zwei weitere. Bestimmt kommt noch ein Monster. So leicht lässt sich Heisenberg nicht aufhalten. Der will bestimmt verhindern, dass wir den Ventilator da oben stoppen. Diese Rotorblätter. Aber das lassen wir wiederum nicht zu. Wir schießen das Ding jetzt kaputt. Zack. Immer noch nicht? Hier können wir runterfallen, ne? Ja. Nee, das will ich nicht. Ah. Jetzt. Das sah mal sensationell aus. Dennoch, wir haben nicht alles gefunden. Ist aber egal. Ob das jetzt so wichtig ist. Hier nochmal Pistolenmuni. Oder? Nö. Wir haben jetzt insgesamt hier alles gefunden. Dann können wir da hoch. Nicht, dass das Ding sich jetzt wieder dreht, ne? Wir haben es kaputt geschossen. Das wäre bitter. Even, das wäre hart. Scharfschützen-Money. Guten Tag, ist jemand da? Nö. Gibt's noch was zu finden? Nein. Gut. Was haben wir hier Schönes?
Chemikalien. Und einen Zettel. Modellverbesserung. Modell Soldat Jet. Habe ein Jetpack und Kopfstabilisatoren an ein Soldatmodell angebracht. Mobilität deutlich verbessert. Experimente zeigen eingeschränkte Flugfähigkeiten. Langstreckenflüge nicht möglich, aber bereits erfolgreicher Flug durch zerklüftetes Gelände. Modellverbesserung. Modell Soldat Panzer. Habe eine Schutzhülle aus Aluminiumlegierung an einen Soldatmodell angebracht, um Brustreaktor und freiliegendes Gewebe zu schützen. Experimente haben ergeben, dass er reguläre Feuerwaffen standhalten kann. Panzerung zu schwach gegen stärkere Einschläge. Weiterentwicklung nötig. Okay, gibt's also noch eine stärkere Version? Soldat Panzer? WTF? Langsam reicht's doch mal. Karte der Fabrik obere Bereiche. Auf geht's. Was? Ich halt dich fest. Oder so. Ja, moin. Das hätte sowas von schief gehen können, ne? Shit, das war knapp. Oh ja. Lüftungskanal. Warum laufe ich eigentlich instinktiv erstmal hier hin? Ach, wegen den rostigen Resten. Und wegen der Ziege. Weil hier nämlich einfach etwas sein muss. Das ist ja aber nichts, ne? Da ist eine Leiter. Ich kann mir auch genauso gut vorstellen, dass hier aus der Hölle gleich irgendein Monster kommt und schnappt und mit runterzieht. Stellt euch vor. Jetzt, wo wir hier dran drehen. Ah, geschafft. Endlich in Sicherheit. Jetzt haben wir noch hier eine Chemikalie. Ja, schön. So. Dann auf. Nicht mehr lange und sie beginnt ihre Zeremonie mit Rose. Wenn es dazu kommt, war's das. Für dein Kind und für das ganze Dorf. Keine Sorge, ich halte sie auf. Mit Rose Hilfe kann ich Miranda töten. Armer Ethan, du bist der Einzige, der keine Ahnung von ihrer Kraft hat. Du willst Rose? Ich weiß, dass sie zaubern kann. Versuch's doch. Was haben wir denn hier? Flintenmunition. Wow, 4 Patronen. Ich bin beeindruckt. Hier ist nichts drin. Explosivgeschosse. Und was haben wir hier? Schlüsselkokille. Die vorletzten. Okay. Ab geht's wieder.
geht noch weiter? Natürlich. Was dachtest du? Dass das ein Spaziergang wird? Scharfschützen-Money. Was haben wir hier? Hier haben wir wieder so ein Pferdeschloss. Was ist das für ein Schloss? Heisenbergs-Schlüssel. Wenn wir den haben, dann können wir hier rein. Haben wir aber noch nicht. Oder? Nee. Hallo, Duck. Wo müssen wir jetzt hin? Drittes Untergeschoss. Da müssen wir nicht hin. Zweites Untergeschoss. Auch nicht. Erdgeschoss. Gut. Dann fahren wir mal zu B4. Währenddessen, ja, die Fahrt geht und geht und geht und geht und geht. Wollen wir zum Shop? Suchst du nach etwas Bestimmtem? Vielleicht. Erstmal will ich was verkaufen. Den Gelbquarz, großes Kristallherz, zweimal verkauft. Wie immer. Ein ehrlicher, fairer Tausch. Dafür können wir jetzt für 100.000 die erweiterte Trommel der Wolfsbane kaufen. Die ja schon sehr viel Geld kostet. Aha. Gut. Ansonsten können wir nichts kaufen. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten gegen eine kleine... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So. Kugellabyrinth. Wir sind zu weit unten. Wir müssen in die dritte Ebene. Da müssen wir eben in die erste Ebene. Ah, man kann nicht speichern, während man da hochfährt. Und von hier sind wir gekommen. Dann doch wieder die vierte Ebene. Heute fahren wir einfach mal Fahrstuhl. Ja, das habe ich beschlossen. Damit ihr euch nicht langweilt. Macht so viel Spaß. Denn Heisenbergs Fabrik, ja, ist ein Labyrinth. Da kennt man sich einfach gut aus. Da hat man echt Spaß bei. Und immer noch keine Kugel fürs Kugellabyrinth gefunden. Also echt. Viertes Untergeschoss. Die Gießanlage, da müssen wir hin. Ja, wir sind B4. Ziemlich dunkel. Oh ja.
Und wir kennen die Räume auch schon teilweise. Ja, moin. Und dann taucht gleich einer von denen hier auf. Alles klar. Ob ich ihn ignorieren sollte? Um an mein Ziel zu gelangen? Ich meine, er kommt ja nicht zu mir. Warte mal, ist das das Versuchsobjekt? Bist du ein Versuchsobjekt? Und kannst uns nichts. So. Noch dazu warst du gescheitert. Jetzt sind wir endlich. Ja, moin. Schnell Heilung hier. Kristallines Herz. Gegner weggeschossen, jetzt brauchen wir das auch nicht mehr. Naja, dann wird es wenigstens nicht langweilig auf dem Weg hier unten. Jetzt können wir aber endlich, ja? Danke. Ah, okay. Ich hätte wieder mal keine Brille auf den Augen. Ich muss endlich mal zu viel, Mann. Das in Ordnung bringen. Geht ja gar nicht. Ja, ja. Heisenberg-Schlüssel. Wir haben ihn. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurückgehen. Hoffentlich ohne Begegnung mit einem Monster. Wieder keine Scharfschützen-Money. Ja, Digga. Ich hab gesagt, ohne eine Begegnung mit einem Monster. Es kommt gleich so ein Panzersoldat auf uns zu. Ich muss mich verstecken. Ich will ihm nicht begegnen. Okay. Wenn wir Pech haben, sterben wir. Ja. Ausgetrickst, ausgetrickst. Ich hau ab, ich hau ab. Mit dem lege ich mich jetzt nicht an. Ich hab dich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Und dann ist gut. Hier ist Exit. Hä? Ich will zu Duck. Nicht etwa in diesen Raum hier. Hilfe, wie komme ich raus hier? Bro.
Die sind jetzt überall, ne? Guck hier nicht her. Nein. Boah. Flucht nur nach vorne. Nur weg hier. Weg. Oder wollen wir gegen ein Biest kämpfen? Nemesis oder was? Bist du Nemesis geworden? Hier kommt er nicht rein, ne? Er ist tot. Perfektes kristallines Herz. Also tatsächlich der Soldat. Krass. Die vertragen echt das Meiste. So. Doug freut sich, ich mich nicht. Ab zu B1. Die hat noch 16 Schuss. Die 9, die 0. Nochmal speichern. So, das hätten wir. Jetzt können wir mit seinem Schlüssel endlich hier rein. Heisenberg-Schlüssel. Wir kommen! Bist echt eine harte Nuss. Aber genug geplaudert. Zeit für deinen Abgang. Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. Endboss. Hier wahrscheinlich nochmal Safe Raum. Arznei, erste Hilfe. Flintmunition, 8 Schuss. Die haben wir nicht umsonst bekommen. Das wird gleich böse. Prototypmodell Sturm. Alles klar. Sturm. Bruder, ich muss ganz weit los, ich schwöre bei Gott. Habe eine billige Propellerturbine verbaut, aber möglicherweise den Reaktor-Output so hoch eingestellt, denn Modell stürmt fortwährend vorwärts und ist unmöglich zu kontrollieren. Von vorne durch nichts zu beschädigen. Allerdings hat der Depp es fertiggebracht, sich am Propeller seine eigenen Arme abzusägen. Außerdem Überhitzung bei zu langer Laufzeit. Fazit auf ganzer Linie ein Misserfolg. Okay. Keine Worte. Den kennen wir auch schon. Den müssen wir eindeutig feinlegen. Pistolenmenü. Das ist gut.
nachgeladen ist, ne? Kraut. Wir haben alles. Können wir noch... Ja, wir können. Sogar Flintenmuni können wir noch herstellen. Sehr schön. Sehr schön. Aber Bruder... Sturm! Das wird gleich richtig fetzen. Wir haben jetzt noch mal die Chance, einmal zu sichern. Nennt mich eine Pussy, aber ich werde es speichern. Wenn wir den Kampf von Anhieb verlieren, können wir alles neu machen. Haben wir darauf Lust, alles tausendmal zu sehen? Nein. Ab dem Punkt ist alles gesaved. Und im Frachtraum geht wahrscheinlich die Post ab. Oder hier. Labyrinthmäßig ist ja hier einiges los, ne? Was passiert hier jetzt? Nein, 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 ich hab keine Zeit für diesen Scheiß. Jo. Er macht alles kaputt und wir müssen abhauen. Ja, Bruder! Was können wir tun? Das hat weh. Ja, Propellerhead kommt, Propellerhead kommt. Weg, 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 weg. So, hier, ich hab was für dich. Was Feines. Na komm. Ah. Schön da hinten reinschießen. Freundchen. Ah, schade. Komm. Wie ein Nashorn bist du. Rennst ohne Orientierung irgendwie rum und hoffst dann, dass du mich schon kriegst. Na komm. Kamehameha oder was? Hier bin ich jetzt echt in die Enge getrieben. Zweite Kamehameha, Alter. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Er sieht mich, ne? Kein Schuss mehr. Nur noch den hier. Ja, und da musste der Idiot nachladen, oder was? Ist das jetzt eigentlich alles, was er drauf hat? Hat er noch was drauf? Außer wie so ein wilder Stier rumzurennen. Ist ja voll einfach, dem auszuweichen. Ein bisschen reinzuballern und das war's. Und du, mein Süßer, heißt Sturm, ja? Diesmal konnte ich nicht genau zielen.
Probieren wir es aber mit der hier ausrüsten. Das ist ja echt. Du verträgst viel, mein Freund. Und wenn man nichts sehen kann, dann bist du echt im Vorteil, aber leider bist du im Nachteil. Und mit Feuer warst du besser dran. Jetzt hast du nicht mal mehr das. Ja, okay, jetzt hast du das wieder. Phase 2 wahrscheinlich. Zeig mir, was du kannst. Kannst du dein Feuer auch bewegen? Wow. Komm. Ich baller dir das mal hinten rein. Wow. Okay. Weg. Er macht Feuer. Vor allem jetzt. Jetzt kann er um die Ecke rennen. Ja, komm. Wir rennen um ihn rum. Jetzt macht er wieder seine Kamea, Digga. Komm. Wir haben das geladen. Wir haben noch Rohrbomben. Die werden wir nach ihm werfen. Oh. Ja, weg, Digga. Bei Gott, die Hütte brennt. Die Hütte brennt richtig. Wir haben die Magnum, ne? 7 Schuss. Ausrüsten. Und wir sind gestorben. Der Kampf ist doch nicht so einfach, wie ich großkotzig gestehen muss. Er hat uns kalt erwischt. Er hat doch gedacht, dass wir so viel über ihn gelästert haben, dass er uns jetzt beweisen muss, was für ein harter Typ er ist. Ein Glück habe ich gespeichert. Willkommen. Können wir noch was im Shop erreichen? Wie immer, ein ehrlicher, fairer Tausch. Ich habe Waffen neue verbessern Waffen vielleicht. Besorgt. Wie wär's? Nö. Kein Interesse. Ah. Oh, ernsthaft? Die Feuerkraft können wir nicht erhöhen, ne? Moment bitte. Boah, das war's. Danke für deine Treue. Bitte. Nochmal safen. Runde 2 oder was? Am besten arbeiten wir am Ende nur noch mit der Pistole.
Die hat 16 Schuss, die 0. Die ist vollautomatisch, die andere halbautomatisch. Wir waren ja hier drin, haben alles rausgenommen, ne? Ja. Battlephase 2. Runde 2. Runde 1 ging an Storm. Und Runde 3. Nochmal, ich hab keine Zeit für diesen Scheiß. Sorry, sorry, Digga. Aber. Immer noch das. Das gleiche Monster wie vorhin. Wir können ihn, glaube ich, auch an der Haut verletzen. Aber wenn er... Ja, es geht gut los, Alter. Komm her. So, wir werden die jetzt hauptsächlich ausrüsten. Zum Schnellzugriff machen. Alles reinballern, was man hat. Jetzt brennt er. Guck mal, hat er schön viele Kugeln erstmal kassiert. Haben wir noch die Flintenmuni. Schön die Wand kaputt gemacht. Jetzt brennt er wieder. Gegen Wände kannst du nicht schießen.
Gut, die hat noch 16 Schuss. Schnell zu Griff. Die 7. Das hast du nochmal schön kassiert. Schön, dass dieses Wandstück einfach noch steht, Digga. Er hat's nicht kaputt gemacht. Bis nie wieder. Haben wir ihn besiegt? Bombe! So muss das komplexes Herz. Heftig! Runde 2 gilt an uns. Dann gehen wir nochmal zurück zu Duck. Geben ihm dieses Herz. Kassieren das Geld. Oh ja. Yeah. Komplexes Herz, 45.000. Sparen wir aber an. Für Waffenverbesserung. Komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Fabulous Bros.